Der zweite Versuch der Bevölkerung, die Ausreise aus der von russischen Einheiten umzingelten südukrainischen Hafenstadt Mariupol zu ermöglichen, ist gescheitert. Das meldet das Rote Kreuz und wies darauf hin, dass die Bevölkerung dringend mit Lebensmitteln versorgt werden müsse. Geschätzte 200.000 Menschen sollen aus der Stadt gebracht werden, meldet die Hilfsorganisation. Die russische und die ukrainische Seite werfen sich gegenseitig vor, die für die Öffnung des humanitären Korridors ausgehandelte Feuerpause gebrochen zu haben. Mir, der Brat.